Ha, Lilo, heute mal ein kurzer Tipp. Ich habe nur noch kurze Tipps. Was ist mit Passworten? Ne? Passworten, ne? Wir kennen ja Ubuntu, ne? Ubuntu, und wir müssen da öfter mal Passworte eingeben. Wie ist das, wenn wir in einem öffentlichen Bereich sind? Ne? Einen öffentlichen Bereich. Gut, beim Einschalten des Laptops oder des Smartphones zum Beispiel oder des Tablets, ne? Da kann man sich noch einmal kurz verstecken oder umdrehen und gucken, dass keiner guckt. Da kann man einmal das Passwort eingeben, das ist gut, ne? Und da kann man sich schön auf die Liege setzen, ins Flugzeug oder wie hier vor dem Monitor, ne? Wo ihr mir alle zuschauen könnt. Da möchte man natürlich nicht dauernd sein Passwort auf einer sichtbaren Tastatur, wie hier zum Beispiel Onboard, eingeben, ne? Gut, hier daheim habe ich natürlich die Möglichkeit, meine richtige Tastatur zu benutzen, die ihr nicht seht, aber im öffentlichen Bereich, ich sag mal im Schwimmbad, ne? Oder im Flugzeug, wo 10 Leute, die ihr gar nicht bemerkt, euch ständig auf die Finger schauen. Oder wo auch immer, hier in meinem Screencast, da möchte man nicht das Passwort öffentlich auf einer sichtbaren Tastatur ständig eingeben müssen. Was tun? Nun, ich starte jetzt mal ein Terminal. Terminal. Gut, wir starten unser kleines Programm, das heißt wie sudo, ne? Das heißt nicht nur so wie sudo, sondern das heißt wie sudo, ne? Sudo kennt ihr, sudo, ne? Da haben wir als, ja, als derjenige, der diesen PC mal eingerichtet hat, als erster Benutzer quasi Adminrechte und dann Leerzeichen. Und jetzt brauchen wir wie sudo. Wie sudo, ne? Das ist eigentlich Nano, der Editor. Aber in einem speziellen Modus, damit wir überhaupt die Rechte ändern können. Ne? Jetzt sind wir in So, jetzt muss ich natürlich mein Passwort eingeben. Das ist natürlich der schöne Fall. Ne? Wenn ich jetzt hier auf der Tastatur mein Passwort eingeben würde, die hier im Video zu sehen ist, oder wenn ihr jetzt im Flugzeug sitzt, eure Leute hinter euch sehen eure Tastatur oder ihr sitzt im Schwimmbad und jeder, der sich gerade ein Eis holt, sieht, was ihr ständig da eintippt, dann wäre das nicht gut. Ne? Hier in meinem Video habe ich natürlich die Möglichkeit, ich sitze natürlich daheim und habe noch eine andere Tastatur, kann mein Passwort eingeben, ohne dass ihr das seht, und bin gerettet. Ne? Ne? Ist klar. Gut. So, was müssen wir machen? Ne? Hier steht es nochmal, das Ding muss mit Visudo geändert werden, sonst tut es nicht. Ne? Das ist halt Sicherheitsgründe oder weiß der Teufel. Ist uns auch eigentlich egal. Wir gehen mal zu dieser Zeile hier. Sudo all gleich all. Alle sind im All. Nein, das heißt, ja, gut. Das heißt im Prinzip, der, der Sudo-Rechte hat, darf jedes Kommando ausführen. Aber Passwort muss er noch trotzdem eingeben. Ich zeige mal eben Onboard an, damit ich hier das im Video mal schön eintippen kann für diejenigen, die jeden einzelnen Schritt gerne auf der Tastatur nachvollziehen. Wird gerne gesehen, ist mir so gesagt worden. Ich mache mal Shift und stelle Shift auch fest. Ne? Ich halte also die Shift-Taste fest. Gib ein No Pass WD Doppelpunkt All. Jetzt kann ich die Shift-Taste wieder loslassen. Das habe ich hier eingegeben. No Password Doppelpunkt habe ich vor dem Wort All, ne, hinzugefügt. Ne? Das Ding da hinzugefügt. Mehr muss man gar nicht machen. Gut, jetzt drücken wir mal Steuerung O zum Speichern. Dateiname zu speichern ist etc. sudoas.temp. Ja, temp, ne, temporär erstmal. Gut, Enter drücken. Ist okay. 30 Zeilen geschrieben. Sind wir noch nicht fertig? Hätten wir etwas falsch gemacht oder einen Schreibfehler, würde sich beim Beenden des Programms Visudo das Ding beschweren. Steuerung X beenden und das war es. Ne? Gut, hier kann ich es jetzt nicht direkt demonstrieren, dass das tatsächlich funktioniert hat. Wieso? Ich hatte Sudo eingegeben, mein Passwort eingegeben und Ubuntu puffert sowieso das Passwort eine kurze Zeit, ne? Zumindest solange ich das Terminal aufhabe. Aber ihr könnt es nachvollziehen, indem ihr einfach den Rechner neu startet und seht dann beim nächsten Mal, wenn ihr sudo eingebt, zum Beispiel sudo apt-get install Firefox, dass ihr dann nicht mehr das Passwort eingeben müsst. Ne? Gut. Somit ist alles klar. Wie machen wir es wieder rückgängig? Das gleiche wie vorher. Immer clear.
Player. Falls ihr das wieder zurückändern wollt, ne? Wieder sudo. Wie sudo. Zack. So. Und dann müssen wir wieder die Zeile suchen, wo NoPassWD steht. Da. Und machen wir das hier weg, dass das wieder so aussieht wie vorher, ne? Sudo. All. Leerzeichen. All. Steuerung O. Steuerung O speichern. Enter drücken. Steuerung X beenden. Dann ist es gut. Ja. Sudo apt get install Firefox. Wie gesagt, das hier, ne, dass ich jetzt kein Passwort eingeben musste, liegt daran, wenn ich einmal sudo hier im Terminal eingegeben habe, puffert, wie gesagt, dann Ubuntu das Passwort kurzzeitig zwischen. Ihr werdet es dann aber spätestens merken, wenn ihr das nächste Mal das Terminal aufmacht, dass er es wieder eingeben muss. Na, wir haben wieder das Passwort. Gut, ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.